Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft und Tomb Raider 2013. Mit einer Grafik, die ich finde überwältigend war für die Zeit. Mega gut, gefällt mir richtig gut. Wir sind an der Jagdhütte im Wald, in der wir... Ich hab so das... Es ist schon Nacht, ja, ja. In der wir in der letzten Folge hier schön lautlos gemetzelt... Was heißt gemetzelt? Wir haben gefeilt. Den Bogen. Haben... Und das Ganze ohne Feuer, wenn es geht. Hatten wir da noch Bergungsgut zusätzlich? Nein, wir haben alles verpimpt. Also haben wir die Waffen auch getunt, soweit es geht. Alles klar. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne nochmal probieren, wie ich... wo war es jetzt? An dieser einen Stelle da hinten. Ja, ist schon richtig, wo ich hin will. Ja, bei dem Wasserfall da. Irgendwie mit dem... Eifhaken ranspringen kann, aber sie macht es nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mich da einfach absolut zu blöd anstelle. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Probier das jetzt nochmal. Wir haben das hier, das Gebiet in der letzten Folge komplett gereinigt hier, oder bereinigt. Am Ende habe ich mich da noch ein bisschen dumm angestellt und da geht es dann auch weiter. Aber ich würde gerne, ich würde das gerne schaffen, damit ich das hier alles mitnehme, was geht. Aber ich stelle mich irgendwie zu prasselig an. Ich weiß nicht warum. Mir hier vielleicht Shift noch dazu drücken zum Schlittern und dann. Also, ich spiele es halt mit Tastatur und nicht mit Gamepad, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr eine Idee habt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. So ein komisches Geräusch kam da jetzt wieder. Das kam damals auch, wo ich das erste Mal durchgerutscht bin. Haben wir hier ein Gewitter gerade? Das muss doch irgendwie gehen. Kann doch nicht sein. Wieso packt denn die ihren Greifer nicht aus? Ihren komischen Greifhaken. Macht es einfach nicht. Aber anders komme ich da nicht ran. Von unten kann ich nicht ranspringen und hier komme ich... Das wäre ja Blödsinn. Komme ich denn da hin irgendwie? Von da aus hier rüber? Ich habe es noch nicht verstanden, aber hier können wir auf jeden Fall auch einen Weg gehen. Vielleicht geht das ja. Dann versuchen wir das mal jetzt hier lang. Oh, Rotwild. Ja, ja, hau ab. Ich tue dir nichts. Es gibt übrigens einen Haufen Fähigkeiten, die ich hier freischalten kann in dem Spiel. Nicht Fähigkeiten, Errungenschaften, wo ich... Was machst du denn? Wo ich Kleintiere abschießen soll im Flug und so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Unbedingt. Vielleicht mal ganz zum Schluss und einfach so Tiere töten aus dem Nichts ist jetzt auch nicht so. Bin ich nicht der Freund von. Jetzt gehen wir mal. Wir können ja noch darüber. Wo muss ich denn hin? Da. Da drüben muss ich hin. Aber ich glaube nicht, dass ich... Wenn ja, hast Schiss, Lara. Der Hirsch guckt uns zu, wie wir hier rumeiern. So, jetzt sind wir hier drüben, aber von da aus schaffen wir es bestimmt nicht, darüber zu springen. Das wäre ja zu schön. Wenn sie das packt, wäre natürlich genial. Dann kann ich mir nämlich dieses andere Geklettere sparen. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Nee. Es ist schon Absicht, dass wir müssen da lang. Das ist doch Mist. Ja, da guckst du blöd, ne? Würde ich auch, wenn einer sich so doof anstellt. Ja, wir müssen de facto da hinten schon irgendwie ran. Oh, vielleicht habt ihr hier einen Tipp. Wenn ihr einen Tipp habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wie ich mich hier am besten darüber hangel, weil es ist echt tricky hier. Alles andere ist für mich kein Problem. Hier hangeln, klettern, Pfeile schießen, mittlerweile ausweichen, Rolle machen. Nein! Na, es geht! Jetzt habe ich einfach mal wild auf alle Tasten geklopft. Jetzt hat es doch geschafft. Jetzt fallen wir bloß nicht wieder da runter, ey. So. Ja, da ist doch das Mistding. 3 von 5. So, weiter kommen wir jetzt aber hier nicht mehr. Hier ist noch was versteckt. Gegenüber.
Genau dagegenüber muss irgendwo noch was versteckt sein. Hab ich irgendwas übersehen da? Also das haben wir jetzt gepackt. Wie auch immer das jetzt geklappt hat, warum das vorher nicht ging. Ich habe E und F, beide Tasten jeweils immer mal probiert. Ab ins Wasser. Uah. Aber sie hat jeweils nie gegriffen. Es war einfach jetzt Glück. Im richtigen Moment. Wir können uns ja jetzt auch frei hier bewegen, nachdem... Da oben liegt doch was drauf. Hab ich das jetzt richtig gesehen? Aha. Ja, läuft doch! Ich bin stolz auf mich, jetzt können wir hier weiterziehen! Okay, na dann, schnurstracks! Auf zum Ausgang! Wie gesagt, Tiere schießen und so ein Kram, um nur Errungenschaften zu kriegen, das mache ich nur mit bösen Tieren. Wenn du jetzt mich angehst hier, Freundchen, aber da, hau ab. Du warst einfach nur verwirrt, oder? Bergungsgut 4, okay, wir brauchen noch nicht irgendwo rangehen, um was zu bauen. Waren wir hier in dieser Hütte? Da war ich doch noch gar nicht dran, das letzte Mal. Raus mit dir, du Tür! Du bist aber blutig da drin. Hier haben sie wahrscheinlich gewildert. Ach, mein kleiner Rabe, dir tue ich nichts, da brauchst du keine Angst haben. Ich, Bergungsgut. Ja, immerhin, lass mal da nicht drin liegen. Mehr ist nicht hier drin. Wie sie immer überall hängen bleibt, das ist immer witzig. Also, ja, was heißt witzig? Kann er noch zur Verzweiflung bringen. Hier in dieser Hütte drin, war man da? Ich glaube schon. Oder habe ich wieder nur aufs Feuer geguckt? Da geht's da gar nicht rein. Doch. Hier haben wir eine Reliquie gefunden. Jetzt bin ich mir fast schon sicher, dass hier nichts mehr zu holen ist. Außer Bergungsgut. Ja, es ist schon gut, wenn man manchmal ein bisschen dumm rumläuft noch, gell? Ich habe auch irgendwo mal eins runtergeschossen mit dem Pfeil, was ich brennen schießen musste. Das könnte das gewesen sein. Aber jetzt gehen wir hier weiter. Schauen wir mal, was passiert. Hier haben wir die letzte Gegenwehr erfahren, am Ende der letzten Folge. Ist nicht euer Ernst, ich soll jetzt durch eine Wolfshöhle den Wald verlassen. Oh Mann. Das ist immer sehr vom Vorteil, wenn man durch eine Wolfshöhle. Ich muss kurz was machen, ganz. Nimm's mir nicht übel. So, jetzt. Wie ich noch ein bisschen Überblick habe hier. Ansonsten wird die Folge doch wieder zu lang. Ich muss das da drüben rausreißen, aber nicht, dass wir hier runterfallen. Können wir hier runterfallen? Sollte man nicht. Wenn jetzt hier die Wölfe kommen direkt. Ich hab da keinen Bock drauf. Gibt's Schrot, Junge. Hier in dieser. Das war doch die Wolfshöhle, wo ich damals den Rucksack geholt habe. Kann das sein? Oh Mann. Aber eigentlich müsste er doch satt sein. Dann lass mich in Ruhe, lass mich einfach durchlaufen. Ich tue dir nichts. Oh, wenn ich schon wieder das Getrommel höre. Gibt's hier vielleicht... Okay, das bin ich.
Kann das sein, dass hier gar keine Wölfe sind, sondern nur noch Menschen, die die für sich beeinnahmt haben, die Höhle? Die Schergen des Matthias. Wenn es da hoch geht, müssen wir wahrscheinlich auch dahin. Oh, fuck. Käfige. Wölfe. Wie die im Wald. Werden hier gezüchtet. Also ich vermute mal ganz stark, dass ich das Wild abbrennen muss. Weil wenn ich hier runtergehe, dann... Die machen mich bestimmt platt da unten. Da kann ich nicht drauf hüpfen und alle töten will ich nicht. Ich würde sie am liebsten am Leben lassen. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Öffnet das was? Alles klar, ich habe eine Idee. Aber ich möchte ungern da runterfallen. Ha! Gar nicht so blöd. Holen wir uns erstmal das Bergungsgut. Hier scheint wohl keiner zu sein. Hier noch nicht. Wieso ist denn das jetzt... Ach, das ist gar keins. War doch gerade mit irgendwas interagiert hier. Ah. Wir haben alle Geocaches. Die machen ganz schön Krach, ne? Okay, wir schauen mal weiter hier. Nein! Mann, Lara macht doch nicht mehr so ein Zeug. Wieder da hoch. Woanders ging es hier nicht lang. Nein, wir müssen da lang. Züchten quasi die Wölfe, die da draußen rumgelaufen sind, die uns von Anfang an immer zu gepiesackt haben. Deswegen sind die auch so garstig gewesen, weil sie abgerichtet sind. Normal ein Wolf im Rudel, ja, aber alleine greifen die dich normal gar nicht an. Nur wenn er sich selbst dann hauen sie lieber ab, die sind scheu. Wenn sie alleine sind, auf jeden Fall. Ja, lecker. Ist hier was zu holen hier in der Plärre? Das ist doch nicht umsonst, dass hier dann... Warum? Warum konnte ich jetzt hier hinlaufen? Es liegt doch nichts hier, was ich gebrauchen kann. Außer, dass vielleicht da ein Sprung hier rüber möglich wäre. Wenn der geht. Und ansonsten bin ich wahrscheinlich tot, wenn ich da runterfalle. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wir sind hier. Ja, eigentlich irgendwie macht das gar keinen Sinn. Diese Fläche hier macht keinen Sinn. Ist einfach da. Vielleicht kann ich mich dafür was verstecken, vielleicht. Vielleicht muss ich es ja noch.
Oh Leute, guckt euch mal den Sonnenuntergang oder Aufgang an. Aufgang würde ich sagen, war ja Nacht. Wir sind wieder in der Barackenstadt. Da, guck mal hierher. Das ist Bild. Das heißt, wir müssen jetzt wieder da runter, in das ganze, durch das ganze brennende Ding. Ja, dann war das die Wolfshöhle von damals. Also bloß ein anderer Eingang. Nun gut. Mal einen Schalldämpfer drauf machen hier, mal gucken, wie ich damit klarkomme. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ja, wir wollten ja ein Boot klar machen, dass wir da... diesem Wetterphänomen auf den Grund gehen können. Guckt euch das doch mal an, wie gut das aussieht. Das ist echt schön gemacht. Also das auch. Da brennt der Tempel. Und da brennt die Sonne. Ja, ohne Gegenwehr komme ich hier nicht zurück. Das glaube ich nicht. Das war der Seilwindenmist. Ja, wir müssen da runter. Und wenn ich hier noch irgendwo so eine Alarmkiste sehe, hier vom letzten Mal, ne, so eine Hupe da, wo sie da rumgeleiert haben, die wird definitiv direkt zerstört. Spiel will doch jetzt wieder einfach nur, dass ich denselben Weg wieder gehe, den ich schon mal gemacht habe. Sieht schon gut aus. Ich finde, die Sonne haben die genial hingekriegt. Ihr dürft echt nicht vergessen, das Spiel ist von 2013. Also die haben das schon, da haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Was heißt Mühe gegeben? Das war damals Nonplusultra, gehe ich mal von aus. Oder es ist nachträglich für den PC noch optimiert worden, das kann vielleicht auch sein. Dass ich, aber... Und ich hier gar nicht die... Zweit... Oh. Dass ich hier gar nicht die Original 2013er Version habe, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich bessere Textur... Was mache ich denn? Bessere Texturen. Warum nicht? Ah, es geht doch. Zwei Abbilder haben wir zerstört von fünf. Gibt es mit Sicherheit noch mehr. Aber. Ja, der Weg zeigt ja schnurstracks ganz nach unten. 81 Mumpeln für die Pistole haben wir. 99 jetzt für die AK. Und für die Schrotzammer 30. Wenn mehr, wenn wir ihn schleppen können. Muss ich jetzt in so einen scheiß Käfig hüpfen? Ist das euer Ernst? Der Stacheldraht, dann schafft ihr doch nicht. Kommt der hier reingefahren? Nee, kommt er nicht. Na, komm, okay, scheiß. Können wir auf dich drauf hüpfen? Komm schon. Er hat das nicht gewollt. Ich muss in so einen reinhüpfen. Komm. Gut, mein Käfilein. Komm. Und jetzt rechtzeitig. Geh doch. Die Transportgondel, da hat er gespeichert. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält.
Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Was ist denn bitte mit den Haaren gerade? So sieht das eigentlich nur im Europa-Park auf dem Wodan aus, wenn die da drüber pfeifen, nehmen wir über die Brücken. Das sieht echt ein bisschen komisch aus, wie so Unterwasserhaare. Naja, dafür sieht die Sonne super aus. Es soll der Wind sein. Hui, hui, der Wind im Haar. Oh, scheiße, 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 was ist jetzt? Okay. Das habe ich mir schon gedacht. Nicht umsonst ist dieses Ding da dran. Oh, Lara, nicht so früh. Irre. Oh nein, jetzt muss ich mich hier über die Dinger da nach unten kämpfen, oder wie? Oh, nicht schon wieder hochklettern. Ey. Wir nehmen mit, was wir kriegen können und gucken, ob... Ja, die Mumpel, die brauchen wir nicht mehr, aber nicht, dass hier irgendwo noch ein Geocache rumliegt. Scheinbar nicht, aber wir müssen scheinbar schon hier hoch, umsonst ist das nicht. Einfach mal, um die schöne Aussicht wieder zu sehen. Was hängt da eigentlich so ein Boot da oben, so ein Kahn? Ja, du sagst es. Kann ich die Dinger kaputt schießen? Sie können benutzt werden. Diesem komischen Schiff. Wir müssen aber darüber. Was anderes sehe ich hier nicht. Nein, der Weg sagt auch ganz klar darüber. Oh nein! Aber da drüben auch noch. Alter, wenn ihr mir so blöd kommt. Nein, wo ist das, diese Explosion fast? Alter Schwede. Haben wir die jetzt? Oh nein, schon wieder so ein scheiß fettes Geschütz. Das brauche ich nicht. Oh fuck. Ja und jetzt? Also gerade hoch glaube ich nicht.
Ah doch, ich muss hier hoch. Alle hau ab! Junge, lass mich in Ruhe! Oh, fuck! Alter Schwede! Dieser Sack! Ist das schon wieder so ein Scheiß, wo ich nachdenken muss ohne Ende? Verdammt, unten, das hat ja funktioniert! Aber das jetzt nicht Mist! Was soll ich denn da lang? Sie guckt doch da an dieses... Wer meine Brüder tötet, muss sterben! Ja, aber wo soll ich denn hier hin? Bis dahin ist mir noch klar, aber dann... So, und jetzt springt sie wieder irgendwo durch. Es gibt das... Okay, ah ja, ich meine, das sind... Was will man erwarten bei dem Scheißgewehr, Junge? Der Wunschfader des Gedanken, ich schieße ihm eine Bleimantelkugel in den Kopf. Irgendwas, weiß der Geier was. War zu groß, aber das ging gar nicht. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Mit Sicherheit, Lara, mit Sicherheit. Und mit mehr Munition übrig. Ich habe 25 Schuss bloß auf die Pistole, das ist aber nicht viel. Aber 68 für die AK, dann nehmen wir jetzt erstmal die. Ich würde den ja gerne noch irgendwie da oben runterschießen, aber dafür sind wir jetzt zu weit unten, vermutlich. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Ist dieser Pisser nicht mehr da oben? Wo war denn der? Bei dem Boot da, beim Schiff? Ja, geschafft. Strand mit Schiffswrack, das sind wir jetzt angekommen. Es gibt auf jeden Fall viel Bergungsgut, was wir uns jetzt holen. Bergungsgut und Munition, hoffe ich. Gibt es bestimmt auch wieder mega viel Sachen zu finden. Obwohl, das sieht gar nicht so aus gerade im Moment. Einfach runter, stoßen Sie zu den anderen Überlebenden am Strand. Finden Sie zum Lager der Überlebenden. Das ist jetzt gerade unser Ziel. Hier könnte doch was versteckt sein. Sag ich doch. Was ist denn das? Grabräuberin. Wo ist das, die jetzt hier Leichen flattert? Das gibt's ja nicht. Lara, du bist schon eine, hey. Weiter hoch geht's da nicht, oder? Ist da jetzt was über... vergessen. Nee, das war schon... das Ende. Irgendjemand versucht hier das Boot anzulassen. Das haben sie ja gesagt.
ist noch so ein Grab. Hier sind auch mega viele Kisten. Ein Bergungshut. Ah, Gewehr. Ich frage mich auch, was wir das noch aufleveln können. Wir werden es sehen. Na, kriegt man dich, du Pflanze? Nee, das ist gar keine Pflanze zum Ernten. Oh, da ist wieder eine Sau. Diese töte ich schon, wenn sie mich anrennen. Das haben sie nämlich letztes Mal, wo ich einer begegnet bin in dem Spiel, habe ich sie auch absichtlich in Ruhe gelassen und dann kamen sie trotzdem. Hinterrücks und heimtückisch. Dieses kleine Mistviech. Echt jetzt? Habe ich für die AK schon wieder genug Muni? Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was macht das denn für einen Sinn? Da unten liegt ein alter Panzer. Geh weg! Hau ab, Sau! Das ist wie immer, tu du mir nichts, tue ich dir nichts. Oh, ja, und vor allem bleibe ich erstmal hängen. Kann ich damit interagieren? Nee. Nee, das ist nicht gewollt. Da ist das Lager. Ah, vermutlich muss ich da hinten. Kann ich noch rumklettern? Geheimes Grab in der Nähe. Ja, vielen Dank. Da bin ich auch so gut drin. In den geheimen Gräbern. Einer von 15 Geocache. Wie viel liegen? Oh, Leute. Ich mit meinem Talent. Das finde ich doch alles nie. Also das wird auf jeden Fall mal eine Folge, wenn das Hauptspiel durch ist. Ich hoffe, ich bitte, kann man das noch weiterspielen, dass man die dann erforschen kann, die Sachen noch. Weil ihr seht ja, ich stelle mich ja an hier. Hier war ich doch schon, oder? Ja, natürlich war ich da schon. Es hätte ja sein können, dass es doch da irgendwie noch weitergeht, aber da geht's nicht weiter. Also, jetzt aber. Nix, flugs, flugs. Ganz schnell hier runter. Und vielleicht mal dahin, da war ich auch noch nicht. Gibt's zu viel zu holen? Aha. Kann ich da bestimmt auch was tun mit den Dingern. Ich kann die durch die Gegend ziehen, aber warum? Das sind Bojen. Irgendwas muss ich mit den Dingern tun. Schrotflintenteil gefunden, jawohl. Es lohnt sich schon, hier rumzusuchen, habe ich das Gefühl. Ist hier vielleicht der geheime Grabeingang irgendwo versteckt? Auch schön, wie es aussieht. Aber was mir wirklich ein bisschen fehlt, ist das typische Tauchen, was Lara eigentlich kann. Aus den anderen Aufteilen. Ui. Was hat's mit diesen Dingern auf sich? Ist doch nicht umsonst. Dass ich die da jetzt durch die Gegend ziehen kann. Stauen die hier vielleicht? Irgendwie was? Ja, haust die erstmal selber vom Kopf. Brauche ich die, dass ich da hochkomme irgendwie? Kann ich auf die Dinger draufklettern? Hä? Ich kann die schieben! Oder wie?
Okay. Ja, das ist ja ganz anstrengend, muss Lara auch mal ein bisschen Wasser spielen dürfen, oder? Also, warum denn auch nicht? Aber ich kann die nur schieben, ansonsten kann ich mit denen gar nichts tun. Okay, hier will sie nicht mehr. Ich hätte... Alles klar, ich muss mir die dahinter schieben. Da oben geht's doch rein. Ich komme sonst gar nicht da hoch. Alles klar. Verflixt. Das war absoluter Blödsinn, was wir hier gemacht haben. Na dann. Holen wir sie uns mal ran, die Dinger. Der erste Gedanke war schon... Richtig. So, jetzt treibt er nicht wieder hin. Da sollen die hin. Mutig mal ganz stark. Ja, so ungefähr wahrscheinlich. Vielleicht. Wie auch immer. Jetzt muss ich bloß noch von irgendwo da drauf kommen. Ah, oder? Halt. Vielleicht auch nicht so. Komm nur mal her mit dem Ding. Bleibst du jetzt hier stehen? Sieht doch so aus. Manchmal dauert es ein bisschen sehr lange bei mir, gell? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kann da drauf springen. War jetzt schon total im News von mir, dass ich es hingekriegt hätte. Warum geht denn das nicht? Jetzt hänge ich schon wieder an einem Rätsel hier. Das muss doch gehen. Das ist doch so gedacht. Naja, da schiebe ich dich jetzt eben nochmal da eins da hoch. Schieb das jetzt. Und jetzt spring da bitte drauf. Das muss doch funktionieren. Aha. Ja, aber dann hört's auf. Ist hier irgendwo was, wo ich klettern kann? Oh Mann. Oh bitte. Was mache ich denn auch immer? Warum gucke ich es mir denn erst so später an? Ich wollte mir den direkten Weg. Ich muss da dran, aber das bringt mir ja nichts. Wenn ich jetzt da hinkletter, aber so, wo soll ich denn da ran? Da muss ich rein, das ist der Grabeingang. Gebe ich euch Brief und Siegel hier. Wir merken uns das jetzt. Das wird jetzt zu lang. Auf jeden Fall im Wasser. Aber das hier ist ja total sinnfrei. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da oben dran zu kommen. Und von wo soll ich denn da hinspringen? Kann ich hier aus dem Wasser raus? Naja. Hier könnte ich raus. Könnte auf so ein Fass hüpfen. Alles klar. Boah, dieses Schieben. Warum das nicht geht immer gleich, verstehe ich nicht. So. Was bringt mir das? Gucken wir uns das mal an. Wenn ich es denn überhaupt schaffe, da drauf zu springen, ich hoffe. Ja.
mich doch nie im Leben hoch. Ich hab die doch nie im Leben. Und wie soll ich denn von da... Hä? Okay, das wird das nächste Grab sein, wo ich sage, leck mich am hintersten Teil, weil das wird überhaupt nichts. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das in die Kommentare. Ich werde das jetzt hier aufgeben. Also das hält ja nur sowas von lange auf. Sinnlos. Jedes Mal, bis ich da irgendwann mal drauf komme. Ach, kann ich da drum rumklettern? Jetzt aber, Mädchen. Das Schlimme ist, da bin ich in dem Grab drin. Oh, hier muss ich mich wieder fangen mit dem Haken. Oh, man sieht sogar die nassen Fußspuren. Wie schön. Ach, das nehmen wir gleich mit hier. Dann haben wir es wenigstens. Das ist wieder eine Folge hier. Hey, Mann. Wir haben das Hügelgrab geplündert. Und jetzt geht's hier mit Vollgas darüber. Nein, verdammt. Wieso hat sie denn jetzt wieder den Haken nicht rausgemacht? Das gibt's doch nicht. Hier macht es doch auch gleich. Oder auch nicht. Irgendwas drücke ich falsch gerade. Deswegen hat das vielleicht bei dem anderen noch nicht geklappt. Wie lange ich mehr geklettert bin mit der... Sag mal, was soll denn das? Ist denn mit dem Spiel gerade falsch? Ich drücke doch die E-Taste. Also ich begreife nicht, warum das manchmal triggert und manchmal nicht. Das war jetzt eben genau das gleiche Problem beim Rüberspringen hier. Sie hat einfach nicht getriggert. Macht's nicht! Was soll denn das? Du bist doch eine dumme Nuss! Ohne Scheiß! Oder ist das gar nicht zum Festhalten? Es ist gar nicht zum Festhalten. Ich spring falsch. Da muss ich mich hier oben nochmal umschauen, da muss noch was sein. Was macht ihr denn? Hau doch das Ding jetzt da rein! Hey, eine Ticke! Das gibt's ja nicht! Mann! Einer jetzt! Oh Mann, Frau, Junge! Ist gleich Schluss mit deinem Schatz hier! So, jetzt gucke ich mir das nochmal genauer an da oben. Müsste ich einen riesen Umweg laufen vielleicht irgendwo? Dass ich mir das einfach zu leicht vorgestellt habe. Da rüber! Einfach nur darüber springen, reicht es schon? Ja, das Grab ist platt, das habe ich ja platt gemacht. Also nee, Leute, lasst es. Erklärt mir das, wenn ihr das wisst, ist mir jetzt zu blöd hier. Keine Ahnung, wo ich da hinspringen soll. Habe ich auch keine Lust mehr zu, gehst du den anderen da runter. Los, roll dich, geht schneller. Mumpel verschwendet, sinnlos. Nimm mich jetzt noch angreift, passt das zum Folgenende hier, lass mich bloß in Ruhe, haut ab. Ich mach gleich mal ein hier, wenn wir neu sind, im Dorf. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder.
Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Na toll, nix da, Jona. Du bleibst mal noch hier schön da. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ja. Jetzt ist es halt vorbei mit dem Ross, ne? So ein bisschen kann ich die Reyes vielleicht auch verstehen, ne? Was heißt ein bisschen? Die kann ich verstehen. Also, die sind ja wirklich wegen mir nur hier drin. Was soll ich denn hier schon wieder mit Feuer machen, wenn sie mir Feuer anbieten? Da war doch jetzt nichts, was ich irgendwie anbrennen könnte. Ah, ich will. Da ist ein Geschütz. Auf dem Boot. Da ist noch ein Geocache. Da ist das geheime Kackgrab. Das ist doch das, was genau im Wasser war, meine ich. Wo ich eben nicht hinkomme. Da liegt noch ein Geocache? Echt? Ja, dann wahrscheinlich irgendwo hier wieder mit Gekletterer. Hier drin vielleicht. Er muss hier ganz nah sein, dieser Geocache. Ja, der wird auf dem Dach sein irgendwo. Und ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Ja. Aber auf welches Dach? Nein! Geh weg. Ich möchte ihnen ungern was tun. Aha. Wie zum Geier komme ich da hoch? Der muss hier drin, hier irgendwo oben sein. Kann ich auf das Ding drauf? Nein, kann ich nicht. Ah, oh, das ist ein Gerätsel, Junge. Sonst machst du die übelsten Gespringe. Springereien, wo du sonst wo rankommst. Und hier stellst du dich wieder an wie der erste Manager. Liegt das Ding einfach hier drin und ich bin zu doof. Dachte, ich könnte vielleicht was anzünden. Was wegbrennt und mir den Weg frei macht, aber das ist schon ein bisschen schwer jetzt für mich zu verstehen hier, wo das sein soll oder was ich hier tun soll, damit ich an diesen Geocache komme. Also das ist ja schon ein bisschen doof.
Es ist mit Sicherheit... Warum denn nicht gleich so? Manchmal muss ich sie nicht verstehen. Der liegt hier oben. Irgendwo liegt der. Da ist er doch. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich wollte halt nicht gleich runtergehen, ne? Weil dann Sequenz anstartet. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So, die Rollen für Jonah. Das machen wir aber jetzt nicht mehr heute. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Geh einfach nicht den Weg rum. Die sind ganz schön krass drauf. Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Sam ballert einfach wild durch die Kante. Wie gut! Wie viel Zeit brauchst du, nachdem wir die Maschine rausgehoben haben? Den richtigen Werkzeug. Alles klar, aber mein Lieben, mit dem schönen Ausblick hier auf diese zerstörte Landschaft. Da Schwede, sieht das geil aus. Schwebende Möwe hier oben links. Ja, also würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt hier heute. Der wird die auch speichern. Er hat gerade eben das TR-Symbol rechts gemacht, das er gespeichert hat. Also machen wir hier weiter. Sicherheitshalber gibt es vielleicht hier auch nochmal ein Feuer, aber ich glaube nicht. Hier war keins. Ich glaube, hier gibt es kein Feuer. Da unten ist so, das merken wir uns für die nächste Folge. Challenge an mich selbst. Ne? Das, bitte nicht vergessen, dass da noch Bergungsflut liegt. Aber wie gesagt, mit einem Blick hier raus, sage ich jetzt Tschüss für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen. Das ist echt gutes Spiel. Gefällt mir gut. Möwe Nummer 2, komm herbei. Schwebe in das Sonnenlicht und leg ein Ei. Habt einen schönen Abend, ich bin raus. Wie immer auf meinem Kanal. Tschö, Menö.